Sebastian Engelbrecht berichtete aus Tel Aviv. Am Telefon ist der Nahost-Experte Michael Lüders. Guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Bei weitem nicht alle Israelis, Herr Lüders, wollen einen Krieg mit dem Iran. Wie entschlossen ist denn die israelische Regierung anzugreifen? Sie ist sehr erschlossen. Auf jeden Fall gilt das für den Premierminister Netanyahu und seinen Verteidigungsminister Ehud Barak. Sie beide sind der Auffassung, dass sie jetzt handeln müssten, weil es morgen schon zu spät sein könnte. Und das, obwohl wesentliche Teile des israelischen Sicherheitsestablishments, aber auch die Obama-Administration in den USA nicht im geringsten daran interessiert ist, noch vor den Präsidentschaftswahlen in den USA am 6. November einen Krieg gegen den Iran zu beginnen. Aktuell sieht es ja so aus, als verzichte Israel trotzdem auf einen Alleingang. Sind denn die USA später bereit zu einem militärischen Angriff auf den Iran? Das ist die Hoffnung, die man in Israel hegt. Es gibt ja Analysten, die interpretieren die Kriegsrhetorik aus Israel als den Versuch, weiteren Druck auf die US-Regierung auszuüben, mit dem Ziel, die USA den Schlag gegen den Iran führen zu lassen. Ob diese Strategie aufgeht oder nicht, ist natürlich völlig offen. Die Regierung Netanyahu weiß sehr genau, dass Präsident Obama in Anführungsstrichen erpressbar ist bis zu den Wahlen am 6. November. Wenn er aber wiedergewählt werden sollte, kann er nicht noch ein weiteres Mal kandidieren als Präsident. Das heißt, er ist dann auch nicht mehr unter Druck zu setzen. Und selbst wenn die USA jetzt die Garantie geben, später eventuell den Iran anzugreifen, könnten sie diese Zusage natürlich jederzeit wieder zurückziehen. Sie sagen, Druck kann Israel auf die USA nur vor den Wahlen ausüben. Gleichzeitig haben wir gerade im Beitrag von Sebastian Engelbrecht gehört, es werde vielleicht einen Kompromiss geben, nachdem die USA nicht mehr vor den Präsidentschaftswahlen, aber spätestens Mitte nächsten Jahres militärisch gegen den Iran vorgehen. Für wie wahrscheinlich halten Sie dieses Szenario angesichts dessen, was Sie uns gerade geschildert haben? Ich glaube, dass die Regierung Obama bereit ist zu jedem Kompromiss und jedem Entgegenkommen an die Adresse Israels, wenn es nicht vor dem 6. November zu einem Militärschlag kommt. Ob aber die israelische Führung sich wirklich auf einen solchen Kompromiss einlässt, ist eine ganz andere Frage. Es gibt ja nicht wenige Kommentatoren in Israel, die insbesondere dem Regierungschef Netanyahu vorwerfen, dass er politisch nicht rational handle, sondern von einer messianischen Vision beseelt sei in Sachen Iran. Insofern ist die Entscheidung beileibe noch nicht gefallen, ob die Israelis tatsächlich auf einen Angriff verzichten. Und das, was wirklich besorgniserregend ist, ist doch eigentlich Folgendes. Es wird nur noch diskutiert über die Frage, wer wann, unter welchen Bedingungen angreifen könnte. Es wird überhaupt nicht die Frage erörtert, mit welchem Rechtsgrund, mit welcher Begründung will man eigentlich einen Krieg gegen den Iran, der auf jeden Fall ein völkerrechtswidriger Angriff wäre, legitimieren. Und welche Folgen hätte ein solcher Krieg, nämlich verheerende, darüber wird in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht diskutiert. Es geht im Grunde genommen eher um die Taktik, aber nicht um das Grundsätzliche. Dann lassen Sie uns kurz über die Gründe zunächst sprechen. Israel möchte verhindern, dass der Iran in den Besitz der Atombombe kommt. Reicht das nicht aus? Nein, die USA wollen ja ihrerseits auch nicht, dass die Iraner in den Besitz einer Atombombe gelangen. Der Unterschied in der Wahrnehmung zwischen den USA und Israel ist der folgende. Die USA sagen, wir lassen nicht zu, dass der Iran eine Atombombe baut. Sollten die Iraner das tun, werden wir intervenieren, nötigenfalls militärisch. Die Israelis hingegen sagen, es reicht uns schon, dass die Iraner potenziell das Wissen erwerben könnten zum Bau einer Bombe, dann werden wir bereits intervenieren. Zur Faktenlage muss man sagen, dass sowohl israelische wie auch amerikanische Geheimdienste beide versichern, dass es bislang keinerlei Hinweise darauf gebe, dass der Iran mit dem Bau einer Atombombe begonnen habe. Es gibt daher überhaupt gar keinen Grund, eine solche Dynamik entfalten zu wollen, die so tut, als müsste man heute handeln, weil es morgen bereits zu spät wäre. Und völkerrechtlich könnte man das auch nicht begründen. Es gibt keinerlei wie auch immer gearteten Vorwand, den Iran anzugreifen. Der Terminus technicus in diesem Zusammenhang heißt ja Präventivkrieg. Die Israelis würden sich im Zweifel auf Gefahr im Verzug berufen und sagen, wir mussten heute handeln, weil es morgen zu spät gewesen wäre. Aber ein Präventivkrieg ist juristisch eng gefasst und nur dann zulässig, wenn ein Angriff der Gegenseite unmittelbar bevorsteht. Unter dieser Prämisse hätte der Iran mehr Grund und Anlass, Israel anzugreifen als umgekehrt. Die Mutmaßung, dass der Iran Atombomben entwickeln könnte, obwohl die Faktenlage nach allem, was wir wissen, dagegen steht, reicht nicht aus, um den Iran angreifen zu können und das Recht auf seiner Seite zu haben. Wie würde der Iran sich denn wehren? Er würde aus allen Rohren zurückschießen. Man sollte den Iran nicht unterschätzen. Der Iran ist ein wichtiger mittelöstlicher
Player und ein wichtiger geografischer, geopolitischer Faktor. Ja, Iran hat viele Möglichkeiten. Er kann die Ölanlagen im Nahen und Mittleren Osten in Brand schießen. Er kann sich einmischen in verschiedene Konflikte in der Region. Er kann Terrorkommandos in jene Länder entsenden, die den Krieg gegen den Iran unterstützen. Auf jeden Fall würde ein Krieg gegen den Iran sehr schnell außer Kontrolle geraten und würde eine Blockkonfrontation zur Folge haben. Die westlichen Staaten, allen voran die USA, aber auch Deutschland, würden sich auf Seite Israels stellen. Und Russland und China würden sich auf Seite des Iran stellen. Es liegt auf der Hand, dass hier ein enormes Konfliktpotenzial und Eskalationspotenzial gegeben wäre. Es wäre sicherlich die ernsthafteste weltpolitische Krisensituation seit der Kuba-Raketenkrise 1962. Herr Lüders, damit entwerfen Sie das Szenario eines dritten Weltkrieges. Im schlimmsten aller Fälle ist es nicht auszuschließen, dass es nicht nur zu einem Brand im Nahen und Mittleren Osten kommt, sondern die Konfrontation der Weltmächte eine weitere Folge wäre. Man darf einen Krieg gegen den Iran nicht unterschätzen. Und ich finde es sehr besorgniserregend, dass die Szenarien, die alle sehr unerfreulich sind, wenn es zu einem Krieg gegen den Iran kommt, in den westlichen Hauptstädten, in den politischen Kanzleien so gut wie gar nicht diskutiert werden, jedenfalls nicht öffentlich. Die israelische Behauptung, man könne einen Krieg gegen den Iran in 4 Wochen beenden und es gäbe maximal 500 Tote auf israelischer Seite, ist nach meinem Empfinden pures Wunschdenken. Ein Krieg gegen den Iran würde sich nicht in Wochen oder Monaten bemessen, sondern eher in Jahren und Jahrzehnten. Die Vereinigten Staaten wollen ja nicht so richtig mitziehen. Die Verhandlungen darüber laufen mit Israel. Zum Schluss die Frage, Herr Lüders, können die USA ihrer Ansicht nach Israel noch umstimmen? Das ist die alles entscheidende Frage. Präsident Obama wird alles daran setzen, dieses zu tun. Er will auf gar keinen Fall diesen Krieg. Aber man muss ganz klar sagen, dass Premierminister Netanyahu ein politischer Akteur ist, der nicht rational handelt. Und es ist zu befürchten, dass er gemeinsam mit seinem Verteidigungsminister Ehud Barak quasi im Alleingang das israelische Kabinett auf seine Seite zieht und den Angriffsbefehl erteilt. Tut er dieses, haben die USA gar keine andere Wahl, als auf Seiten Israels in diesen Krieg, den sie nicht wollen, zu ziehen, mit allen Folgen, die sich daraus dann ergeben.